Der Wendler ist jetzt auch nicht meine Musik, bin ich ganz ehrlich. Ist jetzt nicht böse gemeint. Und meine schon. Wenn ich 3 Prosecco und 5 Bier habe, dann singe ich alle Lieder mit. Wie stehen denn die Fans zu dir, Claudia? Zu mir? Gut. Ja. Ihr seid immer noch sozusagen, oder die schreiben dir noch? Oder? Ja. Ich bin mit ganz vielen noch in Kontakt. Ach, lustig. Und wie ist das jetzt mit dieser Situation an sich, dass jetzt die Neue ja unheimlich viel jünger ist? Weil es ja das, was immer gesagt wird, oh, eine viel jüngere, ne? Könnte ja die Tochter sein und so weiter. Die sind Kind. Ich finde es völlig pervers. Aber ich habe das abgeschlossen. Das ist schon jetzt über ein Jahr her und da kann ich nicht mehr drüber nachdenken, großartig. Mhm. Ich meine, das ist natürlich mit Social Media jetzt ein anderes Zeitalter. Hat er mit dir auch so die Öffentlichkeit gesucht? Und hat er sich so mit dir dargestellt, wie er sich jetzt zum Beispiel mit seiner neuen Freundin darstellt? Leute, also, da gibt es immer 2 Versionen, ja. Ich habe ja mit Laura ganz, ganz guten Kontakt. Ja, Laura hat mir ihre Situation geschildert. Und da war ich einfach nur mit meinem Mund offen und dachte, okay, wow, krass. Laura ist wer? Das ist die neue Freundin, genau. Ich weiß ja, dass die beiden sich im Sommerhaus der Stars kennengelernt haben. Und ich weiß ja auch, dass sie befreundet sind. Du hast ja viel, viel, viel Medienpräsenz zu die beiden bekommen. Weil du ja ganz, ganz schlecht über die redest. Ich rede gar nicht schlecht über die. Ich habe noch nie über Michael oder Laura was Schlechtes gesagt. Ja, schön. Wenn sie das meint, dann. Doch, du hast ganz oft schlechte Sachen über Laura gesagt. Was habe ich denn gesagt? Ja, da gibt es tausende Berichte. Du hast ja auch gesagt, Laura ist gekommen, der hat dich verlassen, aber das war ja gar nicht so. Nein, nein, wir hatten eine Krise, ich weiß das, wir waren getrennt. Und dann kam Laura. Ach so, also genau, also es ist etwas passiert, ich will das gar nicht erwähnen. Ja klar, jetzt hier lästert sie nicht über Michael und über Laura auch nicht, aber draußen hat sie das gemacht wie eine Weltmeisterin. Aber darf ich ganz kurz was sagen? Ich finde, am Ende ist das alles nicht unser Paket. Ich fand das Ganze ein bisschen blöde, so vor versammelter Mannschaft. Leute, das Mädchen hat mich angerufen, verzweifelt. Warum versteht ihr das nicht? Dass wie wenn eure Freundin euch anruft und am Weinen ist, verzweifelt. Und euch sagt, hey, bitte, sag wenigstens zu was dazu. Ich glaube, jeder würde das für die Freundin machen. Wenn ja, es Freundin ist. Aber einer hat dem anderen nichts zu tun gerade. Doch. Nein, aber du kannst auch Claudia jetzt keinen Vorwurf machen. Warum mischt ihr euch jetzt eigentlich ein? Das kann ich euch jetzt weil auch fragen. Du hast gerade meine Frage unterbrochen. Weil ich Laura in den Schutz nehme, weil ich nicht schon wieder will, dass die Medien irgendeinen Scheiß schreiben über das Mädchen, dass sie gar nichts dafür können. Das ist doch hier gar nichts passiert, deswegen. Ja, hier aber ist es doch, das da Thema Michael da und Laura ist immer im Vordergrund. Sie haben mich gebeten, falls das Thema kommt, soll ich doch mal einfach sagen, was Fakt ist. Ganz einfach. Ich hätte gerne mit Elena alleine darüber gesprochen, aber ich möchte da eigentlich keine Auseinandersetzung mit irgendeiner Person haben. Hier drin bin ich die Einzige, die meine Fresse aufmacht, weil mir was nicht passt. Und wieder sind sonst alle ruhig. Es ist mir egal, was die anderen sagen. Es ist mir egal, was sie gesagt hat. Ich habe das gesagt, was ich sagen wollte. Ich habe eigentlich noch mehr zu sagen, aber bringt ja nichts. Gehen wir runter und machen ein Ding? Was? Ja. Komm, ich nehme eins. Ich finde das so toll, dass der Bach wieder Wasser hat. Ja, aber es ist richtig schmutzig. Das, was du vorher gesagt hast, ich habe schon verstanden, was du meinst, aber das war so ein bisschen. Was denn? Mit der Claudia? Ja, genau. Die hat tausende Interviews gegeben und schlecht über die beiden geredet. Und jetzt kommt sie so. Vielleicht ist Wendler fremdgegangen, vielleicht ist Claudia fremdgegangen. Vielleicht sind Betrügereien im Spiel. Die Wahrheit sieht ganz anders aus. Oh mein Gott, ich könnte so krass ausrasten jetzt gerade. Oh. Mach halt, jetzt ist niemand da. Boah, dann ist auch so falsch.
Dani? Boah, krass. Warum? Okay, whatever, erzähl. Sag. Lachst du dabei zu? Krasser Shit. Das ist schon krass, wenn jemand einfach vor einen heult. Ich schwöre eins, wenn ich etwas im Leben hasse, dann wenn man falsch ist. Das schwöre ich dir, ich hasse das. Okay. Dani ist vorhin zu mir gekommen. Kommt sie zu mir und sagt mir, ich weiß auch, dass ich habe auch Sachen erfahren von Claudia, dass ihre Version nicht stimmen und. Ich habe das übrigens auch mal gehört, über was wir schon mit dir hier gerade aus. Ach so. Also, ich weiß richtig heftige Sachen. Sagt sie ernsthaft jetzt vor der ganzen Gruppe, aha, das sind doch nicht unsere Themen. Wir sind, weißt du, wie eins reinhauen. Aha. Und vorhin redet sie aber noch schlecht über die andere. Was ist das für eine Falschheit? Sorry, aber nein. Dann komm nicht zu mir und lästere erstmal über die Person und sag, ja, ich habe auch schon Sachen von ihr gehört. Aber dann kriegst du ihr in den Arsch. Sorry, aber nicht mit mir. Ja, yeah, what the fuck? Ich weiß, nee, das ist falsch. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und ich lass mich nicht von irgendjemandem verarschen. Was denkt sie, wer sie ist? Ich habe keine Angst vor Dani Büsch. Ne? Ich habe 0% Angst. Null. Wenn ich merke, dass mich jemand hintergeht und mich dann probiert bloßzustellen, dann einfach ciao. Dann ist die Person für mich weg. Tschüss. Ich lass mich nicht verarschen. Verstehst du? Wenn jeder die Geschichte, die ich kenne, wissen würde, dann wären einfach alle mal ruhig. Dann wären alle mal ruhig und dann wüssten alle, wie Claudia ist. Und ich weiß genau, auch wenn ich jetzt die kommenden Tage meine Fresse aufmachen werde, dass dann auch alle wieder gegen mich sind. Warum? Weil Menschen damit nicht klarkommen, dass jemand ihre Meinung sagt. Das ist einfach, das ist es so. Das ist einfach so. Auf geht's. Das ist ganz krass. Da ist 0% die da oben sitzt.